Hallihallo, liebe Minecraft-Freunde, und zwar, ja, wie man sieht, geht es weiter mit einem neuen Minecraft-Video, und ich habe sogar schon einen Gast auf meinem Server, der hier vorne, ja, was auch immer tut, baut, irgendetwas Schniekiges, keine Ahnung, und ich muss euch leider die, okay, der Ton ist ein bisschen laut, tut mir leid. So, und ich muss euch leider die traurige Nachricht mehr oder weniger verkünden an alle, die mit voller Elan meine grandiose, super gut laufende FIFA-Karriere verfolgen, ja doch, war schon richtig. Und zwar habe ich dort im Moment folgendes Problem: meine Einstellungen sind kaputt und mein, ja, Team ist somit auch schon wieder im Arsch, im Manager-Modus. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe im Moment auch keine Meldung mehr bekommen von wegen, ja, hier, Dauerprofil synchronisieren und so eine Scheiße. Gar nichts. Ja. Und ja, da mehr oder weniger das der Fall ist und ich gerade wirklich, wirklich keinen Nerv habe, nochmal komplett neu anzufangen, warte ich jetzt seitens EA, bis mir eine Lösung vorgeschlagen wird oder bis allgemein dafür das Problem bekannt ist und es überhaupt mal eine Lösung geben würde. Das wäre schon mal ein Anfang. Und wenn das denn der Fall ist, dann geht's weiter. Bis dahin könnt ihr euch aussuchen, was wir machen wollen. Ob wir eine Bier pro Saison spielen oder mit Ultimate Team anfangen oder irgendetwas anderem. Je nachdem, wozu ihr Lust habt. Dazu werde ich später noch ein Umfragevideo starten. Und dann geht's richtig ab. Richtig ab. Das verspreche ich euch. Und wenn da auch wieder irgendetwas kaputt geht, dann setze ich mich einfach weinend in die Ecke und habe auf nichts mehr Lust. Also wirklich auf gar nichts. Aber das ist ja erstmal relativ. Ich muss mir da auf jeden Fall etwas einfallen lassen. Konnte man die Dinger jetzt essen? Ja, Rottenflash. Gib ihm. Nom, 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 nom. So, oh, jetzt müssten rein theoretisch um mir so kleine Luftbläschen sein, weil ich jetzt etwas Schlechtes gegessen habe. Habe ich in den Patch Notes gelesen, dass das jetzt ja mehr oder weniger passiert, wenn man etwas Schlechtes isst. Aber naja, soll mir erstmal relativ egal sein. Ich nehme alles mit, was man mitnehmen kann. Ja. Yeah. Und dann werde ich euch gleich noch, ja, komm her, du Scheißspinne, einen Spalt zeigen. Da, ja, spaltet sich eure Kinnlade. Also seit 1.8 gibt es ja diesen neuen World Editor mehr oder weniger. Und bei diesem werden ab und zu mal so ein paar richtig, richtig geile Sachen, ich sag mal in Anführungsstrichen, produziert. Was so spalttechnisch entstanden ist, ist schon nicht schlecht. Jo, er baut hier einfach munter weiter. Viel Spaß. Ja, wenn du Sachen hast, du kannst dich ruhig bei mir bedienen. Sachen brauchst, meine ich. So. So. Muss da nicht nach allem suchen, auch wenn ich nicht vieles habe. Ist ja nur lieb gemeint. Und wir gehen jetzt zum Spalt. Zum Spalt der Spalten. Das Ei. Das Spider-Egg esse ich mal lieber nicht. Ei, nee, ist der Spider-Ei, ne? Ja, Egg. Was sage ich denn da? Spinneier? Ne. Never, never. So, alles einsammeln, was uns hier auf dem Weg begegnet. Weil ich habe hier noch keine großartig schöne Höhle gefunden. Deswegen sehe ich mich erstmal gezwungen, diesen Spalt mit euch zu erkunden. Was aber partout nichts Schlechtes heißen muss. Und heute ist etwas ganz, ganz Schlimmes passiert. Meine 100.000er Leitung ist noch nicht gekommen. Nein. Es ist so schade, so traurig. Aber egal was. Muss, das muss. Oder was halt lange braucht. Das braucht halt lange. Kann ich jetzt leider nichts dran ändern. Ich glaube, hier bin ich reingegangen. Na, was heißt 100.000er gekommen? Ich krieg halt ein neues Modem gestellt. Da das jetzige von KB, ich will jetzt keine Werbung machen, 32.000er ist nicht schafft, 100.000 zu verarbeiten. Also kriege ich von denen neues Modem gestellt. Und ja, und hier ist dieser Spalt. Er ist riesig. Also wirklich, er ist wirklich riesig. Und hier werde ich gleich mal hinuntergehen, gucken, was sich hier so finden lässt. Ich weiß gar nicht, warum ich hier gerade so blöd langlaufe. Ich kann mich hier doch einfach runter äumeln. Ja, hier. Zack.
Also auf jeden Fall ganz schniekiges Ding. Ich hatte schon mehrere Spalten gesehen, aber jetzt nicht unbedingt in dieser Größe. Jetzt gibt's bestimmt wieder den einen oder anderen, der sagt, ja, Dicker, ich hatte schon Spalten, Alter, das glaubst du gar nicht. Ja, das ist schön für dich, freut mich, oder nein, freut mich eigentlich nicht, oder doch, klar, freut es mich für dich. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ich jetzt einen Spalt habe. Sag, was du möchtest, interessiert mich nicht. Wie viele Leute sind jetzt eigentlich auf dem Server? Jo, wir beide. Ich habe, glaube ich, an 8 oder 9 Leuten die Daten mal geschickt. Mal gucken, wie sich das so entwickelt. Ist natürlich, wie gesagt, jeder herzlich willkommen. Wer jetzt immer noch Lust hat, soll einfach Bescheid sagen. Hamachi kann jeder reinkommen auf dem Server. Ja, muss man nur auf dem freien Platz hoffen. Sind jetzt auf 10 Leute limitiert. Also mit von euch 10, mit mir 11. Und ich denke mal, das ist in Ordnung, das reicht. Das ist nicht zu viel und nicht zu wenig. Weil ich nicht weiß, da der Server auch über meinen Computer läuft. Ja, wie das mit meinem Computer abläuft, wenn ich aufnehme, rendere und einfach mal 10 Leute hier sind. Und hier geht es immer weiter. Jo, netter Spalt. Netter Spalt. Definitiv. So, Eisen nehme ich natürlich alles Mögliche mit. Was ist denn jetzt hier unten? Ah, nein, jetzt falle ich ins Wasser. Jo, Bombe. Mach doch kaputt, du Arsch. Ja, wie gesagt, mit FIFA ist es blöd gelaufen. Ich finde es einfach richtig, richtig schade. Ich meine, auch wenn die Saison nicht lief und vielleicht der ein oder andere denkt, dass mir das gar keinen Spaß macht, das stimmt gar nicht. Mir macht es einfach Spaß, sag ich mal, wenn man für euch Videos macht und man sich das Feedback durchliest. Ich meine, klar sind da immer mal wieder welche drunter. Ja, du bist der schlechteste FIFA-Spieler aller Zeiten. Bla, 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 bla. Interessiert mich gar nicht. Dann denken die halt, ich bin der schlechteste FIFA-Spieler aller Zeiten. Wir können gerne gegeneinander spielen. Wenn ihr gewinnt, herzlichen Glückwunsch. Seid ihr eben besser. Könnt ihr euch gerne einen Apfel oder sonst was von kaufen oder auch einen Keks. Könnt da auch gerne meinetwegen noch raufäumeln. Euch überlassen. Auf jeden Fall im Groben und Ganzen geht es mir darum, dass ich diese Videos für euch mache. Euch macht es Spaß zuzugucken, hoffe ich mal. Und nehme ich auch mal aus den Feedbacks. Ich meine, wie es jetzt momentan läuft mit den Abonnenten alles, das ist einfach richtig genial. Es sind jetzt, glaube ich, 324, 325, weiß ich gar nicht so genau. Auf jeden Fall mittlerweile schon nicht wenig und das alles in weniger als einem Monat. Bin mittlerweile auch der, ja, Platz 66, 64, meistgesehenster Regisseur diesen Monat. Und ich meine, das ist meiner Meinung nach eine Hausnummer, die definitiv nicht schlecht ist. So, was sagt er jetzt? Mein eigentlich insgesamt bei einem Archiv. Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. Ach du Scheiße. Wow. Jetzt habe ich das nicht so ganz verstanden, was er jetzt genau meinte. Muss ich gleich nochmal kurz lesen. So viel Eisen habe ich jetzt eigentlich schon wieder gesammelt. 119. Das Problem ist, dass ich gleich, jo, im Arsch bin, würde ich mal sagen. Was ist denn hier? Es geht hier immer weiter. Also, wie gesagt, nicht von schlechten Eltern, dieser Spalt. Definitiv nicht von schlechten Eltern. Ah ja, was er geschrieben hat. Meine eigentlich insgesamt, weil noch manche sind ja jetzt 4 Personen mit mir. Ja, ist richtig. Und momentan sind auf diesem Server wir beide. Also 2 Personen. Anderen sind nur... Das sind nur bei Hamachi. So. Ich weiß immer noch nicht so ganz, was er gerade von mir möchte. Ich habe ihn jetzt einfach mal grob mehr oder weniger geantwortet. Ah nee, ich... Ja, wie komme ich denn jetzt wieder raus? Mein Leben... Ja, den geht's ja jetzt nicht so bombig, sage ich mal. Super, ey. Nur weil ich euch den Mist hier zeigen wollte. Wehe, ich sterbe. Ich werde irgendeinen davon verantwortlich machen. Ich werde PvP anmachen und euch alle fisten. Interessiert mich gar nicht. Ich glaube, PvP ist sogar an. Aber pssst, darf keiner wissen. So, also ich denke mal, es wird auf jeden Fall ganz lustig sein, wenn ihr jetzt einfach mal 10 Leute... Ne, es geht ja noch weiter. Ach, du grüne Neune. Schafe, lassen die nicht mittlerweile Fleisch fallen? Nee, oder? Ah, hier ist wieder so ein Rottenflash. Oh, ich weck den Lachs. Interessiert mich gar nicht. Hauptsache... stark, Nahrung, männlich, Bizeps und sowas.
all das, was so dazu gehört. Ich glaube, das Video wird jetzt sogar, also ich lasse jetzt einfach laufen. Ich werde später 15 Minuten Cuts machen. Ich will jetzt einfach mal eine kleine Runde spielen, um mich von FIFA abzulenken. Und dann gegen heute Abend erstelle ich dann mehr oder weniger die Umfrage. Und dann geht's richtig ab. Dann geht's richtig ab. Oh, Entschuldigung. Gesund bin ich immer noch nicht so ganz. Beziehungsweise eigentlich gar nicht. Weil ich da irgendwie gar keine Rücksicht drauf nehme. Aber es ist jetzt gar nicht so wichtig. Die Sonne neigt sich langsam dem Ende, beziehungsweise geht langsam unter. Das ist auch schön. Also jetzt ohne den, ich weiß gar nicht, ob das jetzt die neue Sonne ist von Minecraft oder die aus dem Texture Pack. Auf jeden Fall ist es ja jetzt so, dass die Sonne nicht mehr viereckig ist, sondern mittlerweile, wie man sieht, rund. Und das finde ich eigentlich ganz schnieke. Da hinten sehen wir schon meinen Kollegen, weil sich die Welt einfach mal so mega komisch aufbaut. Finde ich eigenartig. Diesen Fehler habe ich erst seit der Pre-Release-Version von 1.9. Was ein bisschen eklig ist. Vor allem auch nicht so schön anzugucken. Aber naja. Geht scheinbar ja leider nicht anders. Aber was macht er denn da? Das frage ich mich. Baut er sich hier neben oder was ist sein... Ah, er baut sich hier... Ja, warum nicht? Schnieke. Freut mich auf jeden Fall für dich. So. Hau ich nochmal hier ein bisschen was von diesem scheiß Fleisch weg, auch wenn es nicht gut ist. Jo, gib ihm doch. Hauptsache ich lade mich erstmal wieder auf. So. Nun wird es langsam Nacht. Wächst hier alles schon wieder ziemlich gut. Haben wir hier einen kleinen Anschluss. Hab mir hier einen kleinen Anschluss gebaut. Ist das ein Problem? Was soll ich? Nein, 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 nein. So, hier kann jeder machen, was er möchte. Ist für mich gar kein Problem. Auch wenn jetzt wahrscheinlich das Design meines Hauses etwas drunter leidet, aber das stört mich nicht im geringsten. Ist doch süß. Komm her! Hast etwas Fleisch? Ich habe keine Tiere gefunden. Nur das. Na, hinter mir ist ein Zombie. Oh Gott, nein! So. Ich hoffe, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr lustig, wenn man mal mit 3-4 Leuten im Teamspeak sein würde oder bei Skype und man das dann aufnehmen würde. Aber dann schreibe ich erst mal mit ihm. Soll ja nicht das Problem sein. Bitte. Sag danke, du Arsch. Sag danke. Ah, okay. Dann nicht der Herr. Das wird Folgen haben. Du kriegst eine Ermahnung, mein Lieber. Guck dir das Video an und du bist verwarnt. Oh, Mäste. NP. Scheiße, hat er mir so mal ein ordentliches Ding gegeben. Aber was muss, das muss. Uah, weh, du Scheiß, den kommst du mir hinterher. Warum ist überhaupt mein Zaun weg? Warum lädt diese verkackte Welt immer so schwul nach? Das ist doch scheiße. Nein, weh, du machst meinen Zaun kaputt. Dann werde ich richtig böse. Ah, nein. Warum? Warum? Was habe ich dir getan? Nämlich nichts. Ich habe dir überhaupt nichts getan. Aber du mir. Du hast mich schlichtweg wehgetan. Jetzt ist er auch noch tot. Er wird, glaube ich, mein ganzes Haus komplett auseinandernehmen. Ich muss sonst mal gucken. Vielleicht setze ich auch einfach mal den Schwierigkeitsgrad herab. Weil... er lebt doch noch. Oh Gott, ich helfe dir. Ah ja, er spawnt. Er spawnt ja gleich wieder direkt bei mir wegen dem Bett. Stimmt ja, ganz vergessen. Hast du dir jetzt eigentlich ein eigenes Bett gebaut? Mal gucken. Nö. Ja, Schnieke. So.
Ja, ich würde sagen, ich werde mir gleich woanders mal wieder einen kleinen Unterricht.